Hallo ihr geilen Birkenwands und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal zu einem etwas anderen Video. Ich habe heute leider kein Make-up-Tutorial für euch. Aber für die Leute, die mir auf Instagram folgen, wird dieses Video keine Überraschung sein. Ich habe nämlich schon angekündigt, dass dieses Video hier eine Kooperation mit deinem persönlicher Kalender ist. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit in mein Leben, so ein bisschen. Und ich finde dieses Video eigentlich mega, mega cool, denn heute geht es darum, wie ich wieder produktiv geworden bin, hier auf YouTube. Ihr merkt es noch nicht, aber ich habe super viele Videos im Petto und auf Instagram seht ihr auch immer in meinen Stories, dass ich super produktiv bin momentan und echt am Worken bin, wie keine Ahnung was. Ich habe ja eine lange Pause gemacht, es war ein bisschen schwierig wegen Schule und so, da konnte ich das nicht gleichzeitig machen. Dann musste ich nach der Schule erstmal ein bisschen chillen und jetzt bin ich wieder back on track für euch. Und genau, heute geht es darum, wie dein persönlicher Kalender mir geholfen hat, mein Leben auf die Reihe zu bekommen, basically. Für die Leute von euch, die nicht wissen, was persönlicher Kalender ist, das ist eine Online-Webseite, wo du quasi deinen eigenen Kalender erstellen kannst. Vom Cover zum Innenleben des Kalenders kannst du alles selber erstellen und das habe ich auch gemacht. So sieht mein Kalender aus und ich finde ihn mega, mega cool. Nämlich, könnt ihr das, sieht man das durch die Folie? Birkenwanzen Busy Life. Yes. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, den Kalender online zu erstellen. Ich habe mir selbst ein Cover gemacht mit Photoshop, weil ich da voll Bock drauf hatte. Aber auf der Webseite gibt es auch viele super coole Features. Also ich meine so Schriftarten oder irgendwelche coolen Designs, wo du dir dann halt einfach deinen eigenen Kalender erstellen kannst mit deinem eigenen Cover. Ich finde, das ist eine mega, mega coole Idee. Ihr könnt auch an der ersten Seite, die man aufschlägt, eine kleine Nachricht schreiben für Leute, die den vielleicht finden, von wegen, hey, das ist mein persönlicher Kalender, das ist meine Adresse, gib mir wieder so einen auf den. Was ich gemacht habe, war, weil ich ja eigentlich gar nicht rausgehe, habe ich geschrieben, hey, Bitch, krieg endlich mal was geschissen und halte deine Termine ein. Trollololololol. Hat die Blume einen Knick, war der Schmetterling zu dick. Das habe ich gemacht. Ihr könnt da natürlich hinschreiben, was ihr wollt. Und ich habe euch einfach mal 5 Tage aus meinem Leben mitgenommen, in denen ich probiert habe, alles einzuhalten, was ich mir in diesen Kalender eingetragen habe. Und ich muss sagen, es hat erstaunlich gut funktioniert. Aber das seht ihr ja gleich. Bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, falls ihr auch schon euren persönlichen Kalender bestellen möchtet, ein Link ist in der Infobox und ich habe sogar 10% Rabatt für euch. Ihr müsst dafür einfach nur den Rabattcode ossi.glossy, alles in Großbuchstaben, benutzen und ihr kriegt 10% Rabatt auf euren persönlichen Kalender. Cool, oder? Dann will ich sagen, habt Spaß, genießt es und habt einen kleinen Anblick in mein Leben, in meinen Alltag. Let's go. Good morning. In the morning. Erster Tag vom Experiment, I guess. Denn gestern ist nämlich der Kalender angekommen. Gestern Abend. Deswegen fange ich ab heute an. So. Und der kam gestern an. Und I love it so much. Gönnt euch das mal. I love that. Birkenwanzen Busy Life. Ich werde denn heute direkt alles eintragen, was ansteht und yes, ich hoffe, ich vergesse nichts. So, ich werde jetzt alles in meinen geilen Kalender eintragen. Das liebe persönliche Kalender-Team hat mir sogar Stifte zugeschickt und richtig cool, auf der Webseite gibt es hier auch so ganz, ganz viele Sticker. So, das finde ich richtig nice, mit ganz vielen Symbolen oder hier so Motivation-Sprüche. Die kann ich, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Das kann man sich dann einfach so einkleben. Voll nice. I love that. So, was haben wir heute eigentlich? Heute haben wir den 15. August. Nee, den 16. Heute haben wir den 16. August. Bedeutet, nächste Woche endet das Experiment. Dann mache ich mir direkt mal ein blaues Kreuzhammer. Bis dahin halte ich alles ein, meine Freunde. Und ich schreibe jetzt einfach alles auf. Mich zählen auch zu Termine, Make-up-Looks bzw. Videos und Instagram-Make-up-Looks, die ich machen werde. Deswegen schreibe ich hier schon mal direkt hin. Space-Look Make-up-Tutorial. Am Samstag bin ich eingeladen auf ein super cooles Event von Essence. Aber Leute, das sieht ja jetzt schon... Also, das Ding ist, ihr müsst wissen, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe noch nie einen Kalender benutzt. Und das hat man noch mal gemerkt, weil immer, wenn ich Sachen oder mich mit Freunden verabredet habe, habe ich das immer erst meinen Eltern so 2 Minuten, bevor ich losgegangen bin, gesagt. Vielleicht ändert sich das, ja. Ich glaube, ich schreibe mir in Blau einfach die Sachen auf, die ich heute vielleicht noch versuche zu machen. Wenn ich sie schaffe, mache ich sie ein andermal, glaube ich.
Dann habe ich am Dienstag einen Bleaching-Termin. Boah, geil, Leute. Das macht irgendwie richtig... Ich weiß nicht, wieso. Ich bin immer so der unorganisierteste Mensch der Welt. Aber irgendwie macht das gerade richtig Spaß, weil dann fühle ich mich so organisiert. Geil. Okay, jetzt will ich mir noch irgendwas mit den Stickern machen, weil ich finde die Sticker richtig cool. I will keep on keeping on. Ich glaube, der ist gut, weil... Das brauche ich, Leute, das brauche ich. So, Leute, ich habe jetzt die Sachen gemacht, die ich noch machen wollte. Jetzt bin ich im Studio. Hello, it's. Und dann geht's gleich weiter. Jetzt wird gedreht. Be productive. So, Leute, wir haben es jetzt fast 16 Uhr. Das Video ist abgedreht zu diesem Look. Das kommt dann auch bald online. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch vorhabe. Ich habe gerade noch Fotos gemacht für Instagram. Und ich werde jetzt die ganzen Dateien auf meine Festplatte ziehen. Und ich glaube, ich werde dann mein Bild bearbeiten und das Video dann auch gleich schneiden. So, das Bild ist fertig bearbeitet und ich werde es dann in 1,5 Stunden hochladen ungefähr. Glaube ich, genau. Und dann werde ich mich jetzt abschminken. Yes. So, ich habe jetzt tatsächlich schon das Video zu Ende geschnitten. Jetzt werde ich wahrscheinlich meinen Zitronenlook, dieser Lime-Look, ihr wisst schon Bescheid, den werde ich jetzt von meinem normalen ganzen Video auf ein Insta-Tutorial schneiden, I guess. Let's go! Guten Morgen, Leute, ich mache mich gerade fertig für das Essence-Event. Und beziehungsweise zum dritten Mal mache ich mich gerade irgendwie fertig, weil halt irgendwie nichts funktioniert. So, ich will einfach nur eine braune Half-Cut-Crease machen, aber es funktioniert nicht. Es wird immer fleckig und kennt ihr das, wenn ihr das so oft probiert und es sieht immer scheiße aus? Leute, ich bin echt am Ende. Klappt nix, es klappt nix. Ich gehe jetzt ungeschminkt. So, ich habe jetzt einfach mal einen Basic-Look gemacht, weil ich mich halt heute irgendwie so viel wohler fühle und weil das andere halt einfach nicht geklappt hat, so. Aber das ist jetzt so. So, Leute, es ist jetzt ein Tag danach. Ich habe gar nichts mehr aufgenommen nach dem Essence-Event. Ist auf jeden Fall mega fresh. Und heute ist... Halt die Fresse. Machen wir das nämlich gerade hier. Und wir haben jetzt Sleepover gemacht. Und jetzt haben wir unsere Videos vorbereitet. Und wenn ich mal in meinen Kalender gucke, dann steht hier am Sonntag, Marvin kommt vorbei und dreht. Er will nämlich ein Insta-Tutorial drin bei mir. Und... halt, wann ich was hochladen muss. Bedeutet, heute genehme ich mir eine kleine Auszeit von meinem produktiven Flow. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Und jetzt dann wird in ungefähr 1,5 Stunden mein Video online kommen. Mal schauen, wie es ankommt. I'm excited. Yes. Tschüss. Tschüss. Das Geile ist, dass ich jetzt mehr Zeit habe, um auch einen aufwendigeren Make-up-Look zu machen. Also werde ich einfach das auch wegstreichen. Und ich mache jetzt meinen SpongeBob-Look, I guess. Und ich schau mal, ob ich ihn heute schneiden kann. Ich schreibe mal hin, eventuell schneiden. Geil, meine Freunde, geil. Dann weiß ich auf jeden Fall, was ich heute zu tun habe. Es wird ein bisschen anstrengend, aber ich scheue keine Mühen. Nee, was? Sitz, da ist wieder jemand im Studio. Und genau, ich werde jetzt ein Video aufnehmen und schauen, wie weit ich komme. Vielleicht schneide ich es heute noch, vielleicht auch nicht. Ich schau mal. Genau, aber eigentlich habe ich heute genug Zeit dafür. Let's go, wir sehen uns dann nach dem Video wieder. So, ich habe jetzt mein Video fertig geschnitten. Das ist übrigens der final Look geworden. Ich bin richtig proud. Ich ziehe gerade die Dateien rüber. Und ich muss so schauen, ob ich es heute noch schaffe zu schneiden. Das wär natürlich super so. But you never know. Muss ich mal schauen, ob das klappt. I hope so. So, Leute, ich bin gerade aufgestanden. Ich habe heute nämlich einen Termin. Nämlich ist es beim Zähnebleachen. Ich freue mich schon mega. Und ich muss 10.50 Uhr losgehen. Ja.
So, ich bin jetzt zu Hause angekommen, mit weichen Schäden. Und es tut noch ein bisschen weh, aber es geht. Es geht. Ich habe mich noch mit Freunden verabredet. Übrigens, ich habe mein Malshirt an, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe mich noch mit Freunden verabredet, die ich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und es war richtig schön. Und yes, das ist richtig fresh. Und wisst ihr was? Ich habe mein Video hochgeladen. Also das Versace-Video. Und oh mein Gott. Das kam so gut an und so viele haben es nachgeschminkt und jetzt habe ich so viel Inspiration. Ich habe heute schon ein paar Looks aufgemalt, die ich noch schminken möchte. Und zum Beispiel den hier. Das ist so ein Graffiti-Look. Seht ihr das mit Donald? Ich habe mir jetzt schon notieren, was ich jetzt wann noch machen werde. Also jetzt noch über das Experiment hinaus, wann ich was aufnehmen werde. I'm excited. So, heute ist also der letzte Tag von dem persönlichen Kalender-Experiment. Und ich muss sagen, ich bin total beeindruckt. Ist total komisch, weil ich habe nie irgendwie Kalender gefühlt oder irgendwas geplant. Weißt du, ich war immer so ein von wegen, irgendwie mache ich das und ich schreibe mir nichts auf, sondern ich mache dann einfach irgendwann. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass mein Leben so ein kleines Chaos war. Oder teilweise auch noch immer ist. Aber ich habe wirklich gemerkt, wie ich viel produktiver wurde, wenn ich einfach am Morgen in diesen Kalender reingucken konnte und gesehen habe, okay, das mache ich also jetzt. Let's go. Weißt du, so, es hat mir einfach unglaublich viel geholfen, diese Struktur zu haben. Weil jetzt, wo ich aus der Schule raus bin, habe ich keine Struktur mehr. Und deswegen musste ich mir halt irgendwie eine machen. Irgendwie. Und es hat mir auch teilweise super viel Spaß gemacht, einfach, weil ich halt auch so, ich bin ein sehr, sehr optisch veranlagter Mensch. Also ich mag nur Sachen, die schön sind. So irgendwie. Und deswegen fand ich auch so die Sticker, die dabei waren, halt auch super hilfreich. Einfach weil es auch wirklich Spaß gemacht hat, die ganzen Sachen einzutragen. Und dann so, oh, ein Sticker, den klebe ich da drauf. Das passt gut. Und ich bin einfach mega happy, dass ich einen Weg gefunden habe, wie ich jetzt für euch produktiv sein kann. Und dass ich für euch jetzt regelmäßig Videos raushauen kann. Und ich will da wirklich dranbleiben. Und ich habe mir jetzt auch schon über dieses Experiment hinaus die nächsten Sachen eingeschrieben, die ich gerne machen möchte. Falls ihr auch euren persönlichen Kalender erstellen wollt, klickt einfach in die Infobox, da ist ein Link und ihr könnt euren eigenen persönlichen Kalender erstellen. Ich habe sogar einen Rabattcode für euch. Mein Rabattcode ist einfach ossi.glossy und dann kriegt ihr einfach 10% auf euren persönlichen Kalender. Deswegen legt los und kriegt euer Life auf die Reihe, so wie ich. Ich würde sagen, das Experiment hat mir persönlich wirklich weitergeholfen, produktiv zu werden und endlich mal den Hintern hochzubekommen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Es würde mich super interessieren, wie sowas bei euch ankommt, ob ihr sowas auch gerne schaut oder ob ihr eher so Team-Make-Up-Tutorial seid. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Falls ihr mehr von mir sehen möchtet, abonniert gerne meinen Kanal und um nichts weiter zu verpassen, aktiviert die Glocke auf jeden Fall, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein Video hochlade. Und dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag. Ich hab euch lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss.